Mitten auf der Binnenalster haben wir unsere Wasserfontäne. Diese Wasserfontäne spritzt das Wasser bis 36 Metern in die Höhe, läuft mit 6 Bar Druck und die Binnenalster wird täglich bis zu 1,5 Mal durchgepumpt. Wenn Sie jetzt auf der linken Seite über die Binnenalster rüberschauen, das Gebäude jetzt hier rechts neben uns, Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd ist mit weltweit einer der größten Reedereien auf Platz 6. Hapag-Lloyd gibt es seit dem 1. September 1970 durch die Fusion von Hapag und Lloyd. Hapag gibt es aber schon seit dem Jahre 1847 und Lloyd seit 1857. Lloyd war damals auch die größte Reederei Norddeutschlands. Wenn Sie zur linken Seite schauen, da sehen Sie eine etwas ältere Brücke mit 3 Bögen. Das ist die Lombardsbrücke. Benannt nach den Lombarden, das waren italienische Pfandleiher. Denn am Ende dieser Brücke... schwarzen Schornsteinen nach oben. Das ist das alte Kesselhaus. Von hier aus wurde früher die Speicherstadt mit Strom versorgt. Heute befindet sich hier eine Miniaturanlage drin, wo Sie ja sehen können, die Schatten hat sich mehr an der Zahl. 35.000 alleine für Büroangestellte und der Rest ist dann für Tourismus, Bildung, Wissenschaft, Gastronomie und Einzelhandel. So, wenn Sie jetzt nach vorne schauen, dann haben Sie, über das Körper 2 Minuten haben Sie die Hafen, Sie dann auch schon erreicht. Auf der linken Seite ein blaues Gebäude, das Abfertigungsgebäude der Passagierschiffe, 1200 Quadratmeter groß. Hier links liegt auch immer die Queen Mary 2 an, wenn sie die Stadt Hamburg besucht. Und wenn sie hierher kommt, dann kommen auch bis zu 1,5 Millionen Besucher her, die nur das Passagierschiff anschauen möchten. So direkt vor uns das Unilever-Haus. In diesem Gebäude befinden sich die Gemeinde wieder zurück. Bei der Kirche haben wir oben auch eine goldene Krone. Das soll der ehemalige Schatz des Seeräubers Klaus Störtebeker sein. Er hat seinen Kumpanen hingerichtet und hat ihnen einfach den Kopf abgeschlagen. So, wenn wir jetzt hier rechts abgehoben sind, dann schauen Sie mal gleich mit mir auch zur linken Seite rüber. Auf der linken Seite ein großes rotes Gebäude, das ist das Speicherstadtmuseum. Von hier aus erfahren Sie alles über die Speicherstadt, von der Entstehung bis zum heutigen Zeitpunkt.